Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Willkommen zum kurzen Ausblick hier auf unserem Seekrautskanal. Und wie ihr gewohnt seid, wenn es Änderungen an Schiffen gibt, dann bekommt ihr hier natürlich auch die Informationen bei uns. Zuallererst gibt es Änderungen, schon wieder Änderungen bei der Hawkins auf der Tierstufe 5. Und da wird die Ballistik geändert. Und zwar am Ende sorgt es eben dafür, dass die Granaten schneller fliegen. Auf 7 Kilometer hat die Granate vorher 3,94 Sekunden gebraucht. Jetzt werden es eben 3,8 sein. Und bei der Reichweite von 13,86 Kilometer dauert es jetzt 10,08 Sekunden oder hat es 10,08 Sekunden gedauert und es dauert jetzt nur noch 9,19 Sekunden. Das heißt am Ende, die Granaten fliegen schneller, ihr werdet besser vorhalten können. Also es wird angenehmer, intuitiver sein für viele von euch. Und ja, dadurch verspricht sich Wargaming, dass das Schiff ein Ticken effizienter wird, als es eben vorher war. Die Panzerungsdurchdringung, das möchte ich noch gesagt haben, bleibt natürlich die gleiche, also oder annähernd die gleiche, wie vor den Änderungen. Das nächste Schiff, was Änderungen erfährt, ist die Erkennbarkeit an der Oberfläche. Wir haben jetzt hier noch 12,2 Kilometer, wie ihr das hier seht. Das wird sich verändern bei der Drake. Und das ist relativ, ja, das ist eher Nerf, was wir jetzt hier als bei der Drake erfahren. Wie gesagt, Oberflächenerkennbarkeit 12,24 Kilometer. Jetzt noch, in Zukunft werden es 13,2 sein. Oberflächenerkennbarkeit nach Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel wird von 7,6 auf 8,3 erhöht. Auch hier also ein deutlicher Nerf. Der Erkennbarkeit zur Luft wird erhöht von 8,11 auf 8,74. Die Erkennbarkeit soll die Kampfeffizienz des Kreuzers ein bisschen beeinflussen. Die war wahrscheinlich zu effizient und deswegen muss das Schiff eben früher entdeckt werden, damit es eben früher bekämpft wird oder im Durchschnitt früher bekämpft wird. Geht ja immer nach diesen statistischen Werten, die Wargaming da bei den Tests erhebt und die dann in Verhältnis setzt und daraus dann ableitet, wie sich das Schiff verändern muss. Und bei der Drake sagen sie eben, dass die Erkennbarkeit einfach der richtige Trigger wäre, um die Effizienz ein bisschen zu senken bei dem Kreuzer hier. Weiter geht's mit unserem europäischen Zerstörer Class Horn. Ja, dafür habe ich leider nur Fotos. Da gibt's kein 3D-Modell im Moment. Das wird dann vielleicht mit dem nächsten Update kommen. Wer weiß. Aber es ist die Tierstufe 4. Da werden die Schusswinkel der Geschütztürme angepasst. Da sind die Geschütztürme, wenn sie quasi gedreht haben, nach links oder rechts, halt in die Aufbauten mit reingefahren. Das war also falsch programmiert, wenn man dazu sagen will. Und das soll das jetzt in Zukunft verhindern. Also die Winkel werden angepasst, damit die Aufbauten eben nicht mehr berührt werden optisch. Ne? Der nächste Zerstörer ist die Ödland, hier Stufe 8 der paneuropäischen Zerstörer. Da werden die Luftabwehrkanonen und der kontinuierliche Schaden überarbeitet und das wird dort teilweise gebufft, teilweise genervt. Der kontinuierliche Schaden der Kurzstrecke wurde von 46 auf 49 erhöht. Der kontinuierliche Schaden auf der Mittelstrecke von 161 auf 95 reduziert, also quasi um fast die Hälfte wurde der Schaden da reduziert und der kontinuierliche Schaden auf der Langstrecke von 63 auf 70 erhöht. Ja, also die Kurs- und Langstrecke wird erhöht, die Mittelstrecke wird gesenkt. Ja, mal schauen. Ist ja, wie gesagt, am Anfang der Testphase, wir sind, ich habe sie selber noch gar nicht gefahren, also da wird sich wahrscheinlich noch sehr, sehr viel ändern. Das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Europäischer Zerstörer Östergötland. Ja, das ist ja fast ein Zungenbrecher, könnte man meinen. Da werden die Torpedowerfer ersetzt. Aktuell war der Plan, ein Werfer mit 3 Torpedos und ein Werfer mit 5 Torpedos auf dem Schiff zu haben. Es wird verändert auf 2 Torpedowerfer A4. Also die Anzahl der Torpedos bleibt gleich und es ist jetzt eben auch gleich verteilt. Ne? Die gleichen Anzahl der Metallfische, die er dann Wasser werft, wie vorher auch. Nur dass halt jetzt ja, die Distribution der Torpedos ein bisschen verändert ist. Ja, das ist das, was ich euch in diesem kurzen Video andienen kann an Informationen. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen informativ und ihr nehmt wieder ein bisschen was mit für die britischen, waren ja hauptsächlich die britischen Schiffe und die paneuropäischen Schiffe, ja, wie sie sich verändern. Wenn es da neue Modelle gibt, neue Sichtbarkeiten und so weiter, werdet ihr die natürlich hier
in den Livestreams oder bei uns in den Videos finden und dann die Informationen auch dazu, wie die dann aussehen, wie die sich fahren, ein bisschen Gameplay und so weiter und so fort. Ja, und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, danke für eure Zeit und wenn es Video gefallen hat, Abo dalassen, Daumen nach oben dalassen, Glocke drücken nicht vergessen, damit ihr die weiteren Videos alle auch seht oder die Livestreams, die wir ja auch regelmäßig machen. Hier gibt's auch immer was zu gewinnen oder regelmäßig was zu gewinnen, sagen wir so. Und ja, ich würde mich freuen, euch demnächst auch mal im Livestream wieder begrüßen zu können. Bis dahin, euer Seekross-Team, euer Andi. Ciao, ciao.